Darf man Bayram eigentlich feiern, wenn man überhaupt nicht gefastet hat? Wir haben uns heute Morgen fertig gemacht, um den Tag mit unseren Liebsten zu verbringen. Tante Selin war heute Morgen erstmal da und hat die Klamotten von der Helin eingeräumt und alles, was ihr zu klein ist, rausgeräumt. Während Helin erstmal ein bisschen gespielt hat, haben Chayne und ich uns fertig gemacht. Erstmal habe ich meine Haare und Make-up gemacht und mich dann auch noch umgezogen. Bayram ist das Zuckerfest, was bei uns gefeiert wird nach der Fastenzeit. Ich habe leider jetzt oft in den Kommentaren gelesen, dass man ja gar nicht feiern dürfte, wenn man nicht gefastet hat. Es kann die verschiedensten Gründe geben, warum jemand nicht fastet. Vielleicht ist man zu krank und alt, vielleicht stillt man, vielleicht ist man schwanger oder andere Gründe. Dürfen diese Menschen dann nicht mit ihren Liebsten feiern? Bayram ist ein Fest der Familie und jeder sollte es feiern dürfen. Den Tag heute haben wir mit Chayans Familie verbracht. Einige von ihnen haben Helin bisher noch gar nicht kennengelernt und da habe ich mich extrem drauf gefreut. Auch wenn Chayans Oma nicht mehr lebt, gibt es eine Frau, die für ihn wie eine Oma war und die haben wir heute besucht. Unsere Helin war so müde, ich habe sie dann aber erstmal schlafen gelegt und dann gab es richtig leckeres Essen, tolle Gespräche und natürlich auch eine richtig leckere Nachspeise. Wie habt ihr den Tag heute verbracht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.